Jo Leute, in diesem Part geht es rauf auf den Narzissengipfel, weil wir uns im letzten Part noch eine Kraxelerlaubnis geholt haben. Ich bin dann aber nochmal aus dem Level rausgegangen, um zu speichern, und jetzt geht's direkt wieder zurück. Da soll nämlich ein weiser Toad auf dem Gipfel leben und vielleicht weiß der, wo wir die übrigen Farbstände finden. Das wäre doch echt praktisch. So, Typi, ich habe hier meine Kraxelerlaubnis. Guck an, eine Kraxelerlaubnis. Und das, wo der Eigenbrüller-Toad doch noch seltsamer geworden ist. Ich rede mich irgendwann noch um Kopf und Kragen. Ich sag lieber nur noch meinen Spruch auf. Willkommen am Fuße des Narzissengipfels, dem Heim des weisen Toads. Auf den Gipfel erwarte dich der ewige Weise. Der Bergpfad ist freigegeben. Guten Aufstieg. Ja, Hals- und Beinbruch, oder wie sagt man da? Wir können nämlich eh nirgendwo anders wirklich hin. Und deswegen... Wie der jetzt gerade guckt, hey, wo ist er hin? Deswegen bin ich heute hier hingegangen. Weil wir... Letztens haben wir noch das Museum kurz besucht in Port Prisma. Haben ein paar Karten gespendet. Aber wir wollen ja eigentlich beim Karmesinturm was machen. Und da können wir aber noch nicht wirklich rein. Weil uns da diese drei besonderen Schlüssel fehlen. Also vielleicht weiß da der weise Toad ja auch irgendwas darüber. Und hier haben wir zum ersten Mal Paracoopers. So. Hüpfpuschen. K.O.-Hammer. So, tschüss, du Trottel. Was zum? Hat uns da gerade jemand in der Röhre angegriffen, tatsächlich? Wir stecken in der Röhre fest und werden angegriffen. Fies. LOL. Was war denn das? Oh, der war echt in der Röhre drin. Der Stachy, der war da echt drin. So, was steht da oben? Urks? Sieht aus, als wäre da oben ein lila Retter-Toad, aber wie können wir ihn erreichen? Vielleicht von hier hinten? Ah, vielleicht, ja, schauen wir mal. Wow. Nur nicht runterfallen, bitte. So, Kamera drehen. Achso, es geht hier nur runter. Wir müssen aber eigentlich müssen wir doch nach oben. Halt die Karte! Wow! Fies. Da ist ja auch ein Toad. Was ist denn du hier? Hallo, vielen Dank für die Hilfe, Mario. Ich war auf der Suche nach dem weißen Toad, aber dann haben mich diese Scheiges platt gemacht. Und jetzt kommt's. Den weißen Toad habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht ist er ja auf Fortbildung. Auf Fortbildung? Na klar. Ach so, kommen wir hier rauf. Praktisch. So, warte mal, ich muss hier kurz runterspringen und... was ist passiert? Ich bin von einem Felsen gefallen und habe mir das Bein umgeknickt. Das sieht nicht gut aus. Mal sehen, ob wir da was machen können. Oh, Mario, du hast mein Bein geheilt. Vielen, vielen Dank. Lila Retter-Toad Nummer 1 bereit zum Einsatz. Und jetzt muss ich mich sofort bei meinem Anführer auf den Paperoni-Pfad melden. So, jetzt haben wir also einen weiteren Lila Retter-Toad gefunden, aber wir können irgendwie immer noch nicht an den einen in der Azurbucht rankommen. Der steht da worum, wo wir eigentlich nur von der anderen Seite hin können, aber irgendwie auch nicht. Das finde ich immer noch reichlich seltsam. So, wurscht, jetzt kommen wir da nochmal runter und nochmal in die Röhre rein. So. Wer baut noch so, solche Röhren? Vor allem, wie kommen wir da... wir müssen ja irgendwie in die, auf die mittlere Ebene müssen wir auch irgendwie noch kommen. Ja, natürlich. Ja, sicher. Geht doch einfach weg. Haut doch einfach ab. Lasst mich in Ruhe das alles einfärben, bitte.
Na gut, gibt's auf die Fresse. Ihr wollt es ja so. Habe ich hier vielleicht mal so einen Seriensprung oder irgendwie sowas? Mal kurz gucken. Ja, hier. Abgenutzter Sprung mal 3. Falls das nicht reicht, habe ich noch einen normalen Sprung dazu. So, fertig gefärbt und ins Spiel schnippen. Was für ein Opfer und das war's. Perfekt. Nicht mal in Ruhe Sachen einfärben kann man hier. Wird mir schon wieder gestört. Frechheit. So, geh weg. Ich will nicht. Ich muss zum Weißen Tod. Aber wo steckt der wohl? Hat doch eigentlich erst auf den Gipfel, aber wir sind noch nicht mal ansatzweise da. Bin nur froh, dass es der Narzissengipfel nicht der Narzissengipfel ist. Weil, das wäre was ganz anderes. Und was ist denn das da drüben? Wieder so eine komische Röhre? Ist das wieder so ein Entfaltungsding? Und das sieht aus, als könnten wir das ausschneiden. Doch nicht. Okay. Eigenartig. Aber es sieht doch aus, als könnten wir hier rein. Hä? Was geht hier ab? Okay. Funktioniert nicht. Ah, okay. Jetzt sind wir mal hier oben. Schön färben, färben, färben. So viele Farblosflecken. Und hier auch noch. Was? Aha, okay, jetzt bin ich hier gerade runtergefallen und jetzt bin ich hier drin und das bringt mir gar nichts. Aha, toll. Ganz toll. Was soll das? Oh, nicht schon wieder so ein blöder Scheigerstapel. So, Feuer. Oh, Feuerhammerkarte erhalten. Geil. Die hebe ich mir lieber noch auf. Ich musste da sogar draufhauen. Alles klar. Jetzt haben wir hier so einen Entfaltungsblock. Ja, oho, ein Entfaltungsblock. Da kann doch ein Entfaltungszeichen nicht weit sein. Schauen wir uns doch mal genau um. So, wenn ich jetzt hier dagegen springe, bekomme ich diese Entfaltungskraft. Für eine kurze Zeit. Da ist sogar jetzt ein Timer. Und jetzt kann ich hier draufhauen. So. Das ist mal eine geile Röhre. Und ja, da war gerade ein Kamek. Hab's genau gesehen, da war ein Kamek, der ist uns gefolgt. Jetzt ist er wieder weg. Mir schwant da nichts Gutes. Was ist denn das für eine bunte Tür? Hallo? Seit wann streicht meine Tür so komisch bunt? Was geht hier ab? Ah, Mario, wer hätte gedacht, dass ausgerechnet du dich hier herumtreibst? Zu gern würde ich ein wenig verweilen und mich persönlich um deinen Untergang kümmern, aber ich werde anderswo gebraucht. Nichtsdestotrotz soll es meine Freude sein, mit dir eine Kostprobe meiner Magie den Tag zu versüßen. Es ist Karmic, Leute. So. Zeit für etwas Magie. Kekekeke. Hey, was macht er da unten auf meinem Gamepad? Aha, okay. Der hat das Flucht-Icon gerade umgeknickt, das heißt, ich kann aus diesem Kampf nicht fliehen. Dann nicht. So. Einfärben. Einfärben. Fertig gefärbt und schnipp. Der hat meinen Flucht-Button umgeknickt. Dieser Spacken. So ein Schweinchen. So, der darf natürlich jetzt noch angreifen, voll fies. Ich habe so viele abgenutzte Sprünge. Und ich habe fast keine gelbe Farbe mehr.
So, Fluch gebrochen. 300 Münzen Bonus, geil. Das war echt nicht schlecht. So. Blöder Kamek. Hoffentlich treffen wir den nicht so bald wieder. Ich gehe erstmal hier lang. Okay, da hinten ist ein... Moment mal, sitzt er da nicht rum? Ist das der weiße Tod im Hintergrund? Ich sehe den doch. Da sitzt er. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zu ihm? Welche Röhre ist die richtige? Und vor allem da hinten ist ein gelber kleiner Farbschirm. Da ist noch ein roter. Eigentlich brauchen wir ja den roten. Also, der wäre wichtiger wegen dem großen roten Stern. Mann, jetzt färbt das doch mal ein hier. Ah, ich habe kein Gelb mehr. Shit. Keine gelbe Farbe mehr. Verdammt. Na super. Kein Geld mehr zusammen, ist aber ganz schön scheiße. Mann. Na gut, ich nehme mal hier links. Komme ich dahin. Alles klar. Auf jeden Fall, das kann ja nur der weiße Tod sein. So, und hier ist ein Entfaltungszeichen drauf. Wir brauchen aber erstmal den richtigen Block dafür. Geh weg! Ich will nicht. Der guckt uns auch noch zu. So, dann nehme ich jetzt mal die Mitte. Alter, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ey, ey, ey. Mann, die sind nervig. Na gut. Du willst es ja so. Und abgestürzt. Und, boah, 7 Schaden. Du spinnst ja wohl. Ernsthaft? Du bist doch scheiße. So, nochmal geblockt. Jetzt stirb doch mal. Warum stirbst du denn nicht? Es reicht. Ich hab doch Schnauze voll. Ich will zum weißen Tod. Und dich hau ich aus. Ja, wie sagt man, dich schmier ich mir aufs Butterbrot. So. Ah, endlich gibt mir der ein bisschen Gelb und eine Paracooper-Karte. So, wir haben hier gelbe Farbe. Irgendwie komme ich aber an den Toad trotzdem nicht ran. Wie soll ich ihn erreichen? Komme ich ja gar nicht hin. Udum. Nein! Nein, 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 nein! Geh weg! Geh einfach weg. So, tschüss, du Trottel. Dann nehmen wir mal die rechte Röhre. Achso, da drüben ist ja auch der Entfaltungsblock. Mensch, da muss ich ja sowieso erstmal dahin. Oh nein, jetzt steckt da schon wieder ein Gegner der Röhre fest. Ein scheiß Cooper schon wieder. Was machst du denn da drin? Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Was? Okay, er kann nicht angreifen. Glück gehabt. So. Nehmen wir mal so einen Hüpfbuschen. Jetzt geh doch mal kacken. So. Und da ist er weg. Perfekt. Was für eine Unverschämtheit. So, kann ich eigentlich? Ja, voll geil. Ich kann auf die Röhre drauf. So, zack. Nur 20 Sekunden Zeit und... Ach so, schade. Wir können da gar nicht hin. Ich will das resetten. Schade, können wir nicht. Da muss ich warten, bis die Zeit abläuft. Das geht sich nicht mehr aus. Die Musik geht immer schneller. Wow! Und vorbei. So, nochmal.
So, jetzt brauche ich aber... Brauche ich die linke Röhre. So. Ey, wehe, wenn mich jetzt der Paracooper hier nervt. Haust du ab, du Arsch! Und zack! Nein! Nein, wieso geht's... Wieso geht's denn nicht? Hä? Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ficken? Oh, wir müssen den erstmal komplett einfärben. Oh, ein Entfaltungszeichen. Ey, dann wollt mich doch verarschen. Alles umsonst hier. Mann, du Hurensohn, geh doch mal weg. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sauer. Mann, ich wusste nicht, dass wir den komplett einfärben müssen, dass wir den erst benutzen. Okay, wird sich gemerkt für später. Solche Sachen erst einfärben, dann können wir sie benutzen. Also auch so Entfaltungszeichen, meine ich. So, der ist schon weg. Oh, der 4000 Münzen. Ja, wir sind richtig reich. Richtig viel Cash. So, also nochmal zurück. Das gilt nicht. Noch einmal. Mann, ey. Ist das dumm? Das wusste ich doch nicht. So, Mann, du sollst das einfärben. So. Wie komme ich denn jetzt an den... Ach so, ich weiß schon wie. Ja, 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 natürlich. Okay, ich weiß schon. Einfach dann auf die Röhre draufsteigen, von unten. Und dann da einfach abspringen, wenn das geht. Aber jetzt will ich erstmal zum Weißen Toad. So. Der sieht aber nicht mal wirklich alt aus und der soll weise sein. Und knacks. Lol. Geil. Hallöchen. Oh, ho, gut gemacht, Mario. Ich bin der Beste vom Narzissengipfel. Hahaha, kleiner Scherz. Alter, was zum... Ich bin ein ganz normaler Toad. Tut mir leid, dass ich euch veralbert habe. Aber ich musste mich abregeln. Ich kaufe die teure Kraxel-Erlaubnis. Schlepp mich hier hoch und nix. Aber immerhin habe ich hier so einen kleinen Farbstein gesehen. Und die Aussicht entschädigt einen für alles, muss ich schon sagen. Naja, ich sag mal tschö mit Ö. Heißt das, es gibt keinen weißen Toad? Ich sehe rot! Wir wurden veräppelt! Dem Toadwächter erzählen wir aber was, Mario. Nachdem wir uns die kleinen Farbstein geholt haben, versteht sich. Alter, der hat uns einfach mal verarscht. Ansehen. Deine Nase macht aus jedem Pappaufsteller ein Kunstwerk, Mario. Ja, natürlich. Der hat uns einfach... Wie? Ich... Okay. Tschö mit Ö und schau mit Au, du dumme Sau. Unfassbar dreist. So, und jetzt natürlich nochmal zurück für den anderen Farbstern. Jetzt sagen wir es diesem verlorenen Todwächter, dann ist diese Gefahr mal ordentlich die Meinung. Ja, was soll das hier von wegen Wächtertod? Also weiser Tod, meine ich. Du hast uns angelogen! Es gibt gar keinen weißen Tod. Das ist alles nur ein Marketing-Gag, um Touristen auf den Berg zu schicken. Hohoho, Momentchen mal. Den weißen Tod gibt's gar nicht? Das muss ich erst sacken lassen. Wie, du dachtest etwa auch, dass er existiert? Na klar, das war doch so ziemlich alles, woran ich bisher geglaubt habe. Aber warum, weiß ich rückblickend auch nicht mehr so genau. Eigentlich weiß ich gar nichts mehr von der Zeit von meinem Job hier. Nur noch, dass der Eigenbrödler mich hierher gebracht hat, als er mich einsam auf der Bergspitze vorfand. Und der war es auch, der behauptete, dass der weiße Tod existiert. Meinst du, er hat es erfunden? Hallo? Ich habe nichts erfunden. Den weißen Tod gibt's wirklich, ich habe ihn selbst gesehen. Echt? Das Einzige, was wir da oben gefunden haben, war ein alberner Pappaufsteller vom letzten Fasching. Hört mal, nix gegen Pappaufsteller, Kinder lieben die Dinger. Ich habe den weißen Tod lang nicht mehr gesehen, aber früher hat er da oben Tag ein Tag aus meditiert. Du musst mir glauben, wenn du die Runde machst, dann, dass ich den Typ nur erfunden hätte, wenn das die Runde macht, dann bin ich bankrott. Hm, ich weiß nicht so recht. Vielleicht erzähle ich ja beide irgendwie die Wahrheit, Mario. Ich lüge nicht bei meinen Sporen. Wir sollten die Sache ruhen lassen, bis der weiße Tod gefunden ist. Was bloß mit dem weißen Tod geschehen ist? Meine Erinnerung ist wie ein leeres Blatt. Alles weg. Ja, warum wohl auch? Weil dir die Hälfte der Farbe von deinem Kopf fehlt. Ich helfe dir mal.
Eureka, jetzt fällt es mir wieder ein. Die fehlende Farbe auf dem Kopf hat meine grauen Zellen beeinträchtigt. Ich bin ein auserwählter Tod, einer der Mächtigen, gesegnet mit unsäglichen Kräften. Ich meditiere auf den Gipfel, um zu begreifen, was meine Bestimmung sei. Du hast da oben meditiert, ja, aber das bedeutet ja, du bist der weise Tod. So nennt man mich wohl. Fabelhaft. Es gibt den weisen Tod also wirklich. Aber du hast dein Gedächtnis verloren, stimmt's? Hast du überhaupt noch die Kraft des auserwählten Toads? Oha, ausgezeichnete Frage. Ich probiere das mal kurz aus. Seht her, die Macht der Auserwählten! Normalerweise dürfen die auserwählten Tods ihre Kräfte nicht für Akte der Zerstörung missbrauchen. Aber wenn jemand einfach so die Farbe von meinem Kopf absaugt, darf das wohl erlaubt sein. Die müssen an mir geschlürft haben, als ich meditiert habe. Da kriege ich nichts um mich drumherum mit. Faszinierend, dass Meditieren aber auch so ein Gefahrenrisiko birgt. Weißt du übrigens irgendwas über die großen Farbsterne? Wir suchen sie überall. Die Welt ist weit, mein junger Freund, und ich bin nur ein kleiner Tod. Kein Farbstern sich mir darbot. Doch ist das Los jener, die auserwählt, zu helfen, deren in der Not. Unsere Wege kreuzen sich nicht einfach so. Irgendwie muss ich dir helfen können. Und die auserwählten Tods haben ja oft so eine Schlüsselfunktion. Sieht man uns schon am Schopf an. Vielleicht kann ich dir irgendwo ein Tor zum Glück öffnen. Spirituell genug bin ich ja. Nö, wird wohl auch nur irgendein Tor sein, das ich dir öffnen kann, aber ist ja auch schon mal was. Ich düste mal los, wir treffen uns am Kamisinturm, Kumpel. Och, sowas. Jetzt muss ich einen neuen Toadwächter finden. Bis dahin muss ich das wohl machen. Und das, wo ich schon so lange in Pension bin. Danke euch, weißer Toad. Also danke auch. Wie geil war das denn? So, wir müssen jetzt aber leider nochmal zum Gipfel, um den zweiten Farbstand zu holen. Aber das sollte ja schnell gehen. Mich nicht wieder irgendwelche Gegner damit nerven mit ihrer Anwesenheit! Mano! So. Hier haben wir ja auch noch eine Röhre. Ist die jetzt neu? Tatsächlich. Oder doch nicht? Nee, warte mal. Halt! Oh, Blümchen für. Blümchen gefunden und sich eingefärbt. So. Aber ich glaube, es fehlt noch mehr. Nein! Nein! Ich will nicht! Ja, ey, komm, Du kannst immer komplett kacken gehen. So, Flucht, ich will nicht. Ich sag dir, ich will nicht. Flucht! Klick das an! So. Ich will einfach jetzt gerade nicht. Und tschüss. Ernsthaft, Mario? Fällt auf die Fresse? Warum? Ich will nicht und gehen in die Licht. Du sollst abhauen, du Trottel. Lauf doch einfach. Oh. Scheiße hier, was war das denn? Ich wusste gar nicht, weil das mal beim Fliehen auf die Schnauze fallen kann. Obwohl, war das in... Ich glaube, das war früher auch so in den anderen Paper Mario Teilen. Aber da musste man immer so blöd den A-Knopf drücken, das war irgendwie ganz anders. Ich will doch nur den Farbstein haben, bitte. Und wer, da steckt wieder in der Röhre jemand drin. Rast dich aus. Und wie kommt man überhaupt da oben? Da unten ist ja auch noch so ein komischer Farblusfleck. Ich verstehe das gerade nicht. So, komm, ganz schnell einfach... Schneller! So, hier hoch. Dann hier nochmal durch die Röhre durch. So. Hier ist ja noch diese komische bunte Tür, aber ich glaube nicht, dass wir die aufmachen können. Jetzt ist überhaupt die Frage, komme ich an den Stern überhaupt so ran, wie ich mir das vorstelle, indem ich hier einfach drauf springe und über die Röhre? Na ja, klar. Verarscht. So, hier ist nämlich ein roter und... Nein! Wieso kommt ihr denn da jetzt nicht ran? Du willst mich verarschen. Seriensprung. Was soll denn der Quatsch? Ist das hier nur für diesen Farblos-Fleck? Okay. Ja, super. Arschlecken hier mit dem roten Farbstern. Was soll das? Wie kriegt man den? Da kommt man ja gar nicht hin. Hä? Wieso nicht? Aber irgendwie
Also, warte mal. So, man muss nur ein bisschen logisch denken. Der hat es einfach nur das hier verbunden, dass wir auch von hier wieder zum Papyroni-Pfad kommen, aber uns fehlt ja immer noch dieser eine... Ja, Azurbuch, da fehlt uns doch noch immer dieser eine lila Toad. Wie kommen wir an den denn ran? So, das Unglück ist gleich hier passiert, direkt am Steg. Achso, ja, der ist ja da immer noch mit seinem Schiff aufgelaufen. Der da hinten. Hey, wir können hier doch was ausschneiden, Leute. Guckt mal. Aber es kommt auf die richtige Position an. Das muss passen. Müssen wir da ganz nah ran? Ja. Jetzt können wir hier was machen. Das ging letztes Mal gar nicht. Jetzt müssen wir hier was einsetzen. Jetzt brauchen wir hier den Ventilator. Gut, dass ich den habe. So, einfärben. Und bitte. Aber hallo! Einen Moment lang sah es nicht gut für dich aus, aber die Welle hast du es gezeigt. Sah das toll aus, wie es sich angefühlt hat? Das ist es, meine Bestimmung. Ich habe sie gefunden. Ich bin der beste Surfer aller Zeiten. Macht euch mal geschmeidig. Ihr tut gerade so, als hättet ihr noch nie eine Surferlegende getroffen. Vergiss das mit dem Surfen. Du hast gerade diese Riesenwelle angehalten. Das kann kein Surfer, egal wie legendär er ist. Und sieh dir deinen Kopf an. Der würde genau in das Tor zum Karmesinturm passen. Wir versuchen, in den Turm zu kommen, um einen großen Farbstein zu finden. Kannst du uns vielleicht helfen? Moment, ist Surfen jetzt meine Bestimmung oder nicht? Naja, auch egal. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Aber mein Kopf soll in das Tor am Karmesinturm passen, sagst du? Jetzt wird mir alles klar. Der Legende nach gibt es drei auserwählte Toads, welche dieses ganz besondere Tor öffnen sollen. Ich hatte bis gerade eben keine Ahnung, was ich mit diesen Kräften oder meinem seltsam geformten Kopf anfangen sollte. Aber jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich bin einer der auserwählten Toads und es ist meine Bestimmung, das Tor zum Karmesinturm zu öffnen. Er musste gar nicht ans Ende der Welt reisen. Ein tiefer Blick in sein Innerstes hat gereicht. Jo, voll geil. Wir haben den letzten Tod gefunden. Das heißt, wir den lila Tod da drüben können wir, glaube ich, immer noch nicht erreichen. Der ist dann doch erst später wichtig für den Papyroni-Pfad. Aber wir können jetzt mal den Part beenden. Zurück auf die Weltkarte, bitte. Echt gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Also Leute, im nächsten Part dann endlich der Karmesinturm. Bis zum nächsten Mal bei Color Splash. Tschüss.